Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen, Fabio De Masi. Wir haben es gerade gehört. Sie sagen, ist jetzt Schluss mit dieser Legislaturperiode mit der Politik, obwohl gerade das letzte Jahr eins war, was Sie so richtig bekannt gemacht hat. Sie waren für die Linke im Wirecard-Untersuchungsausschuss, haben sich da viel Renommee verschafft als ein Finanzpolitiker und auch ein scharfsinniger Untersucher über die Parteigrenzen hinweg. Jetzt schreiben Sie in einem Abschiedsbrief den eigenen Parteifreundinnen und Freunden, die Linke muss sich eigentlich neu erfinden. Sie muss sich wieder mehr um die kleinen Leute kümmern, weniger so, wie man das sagt, hippe oder woke Akademikerschichten ansprechen. Jetzt gab es am Wochenende den Startschuss für die Bundestagswahl. Haben Sie den Eindruck, die Genossinnen und Genossen haben Sie gehört? Ich glaube, alle haben jetzt in der Partei verstanden, worum es geht. Das ist so ein bisschen wie bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Die hatten ein erstes Spiel, das war so lala. Und dann flogen sicher auch mal in der Kabine die Fetzen, aber dann haben sie gefightet auf dem Platz. Das haben wir gesehen gegen Portugal und so macht das die Linke jetzt auch. Das ist jetzt optimistisch, aber dieses Neuerfinden ist ein hoher Anspruch, den Sie da formuliert haben an eine Partei. Zeigt auch, dass Sie nicht zufrieden waren mit dem Erscheinungsbild. Was meinen Sie genau? Wo muss die Linke ihren Kompass neu ausrichten? Natürlich müssen sich Parteien ständig neu erfinden, weil auch eine Gesellschaft im Wandel ist. Sehen Sie, wir haben viele unserer traditionellen Wählerbasis auch bei Arbeitern, Angestellten verloren über die Jahre. Wir haben neue, jüngere Wählerschichten hinzugewonnen in den Großstädten und das ist positiv. Aber die wiegen das nicht auf, den Verlust der älteren Wählerschichten, insbesondere auf dem Land. Und dann müssen wir uns überlegen, gerade angesichts der Schwäche der SPD, wenn wir dann nicht stärker sind, was haben wir falsch gemacht? Das hat natürlich auch mit uns zu tun und darüber führen wir Diskussionen in der Partei. Aber das ist etwas, was man nur mittelfristig lösen kann. Klar ist ja, wir sind die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die keine Parteispenden von Unternehmen annimmt. Wir haben hohe Zustimmungswerte in der Bevölkerung zu Vorschlägen wie der Vermögensabgabe anstatt von Rentenkürzungen, die zum Beispiel die CDU ins Spiel bringt. Zeigt sich aber null in den Umfragen. Da schwächeln Sie total, 6-7% maximal. Wir haben bei unseren Forderungen hohe Zustimmungswerte. Allerdings, da haben Sie recht, in den Wahlumfragen schwächeln wir. Und jetzt ist die Aufgabe, dass wir klar machen, dass es einen politischen Wechsel, den sich viele Menschen wünschen, nur mit uns geben wird. Und dann bin ich auch zuversichtlich, wenn wir uns wieder auf unsere Sacharbeit konzentrieren und wenn die Leute auch das Gefühl haben, das hat Hand und Fuß und das ist nicht nur was, was wir aufs Wahlplakat drucken, sondern wir wollen das auch wirklich durch und umsetzen, dann können wir auch wieder stärker werden. Jetzt haben die Linke, die Delegierten am Wochenende doch einige sehr radikale Punkte auch ins Programm geschrieben, gerade in der Außenpolitik, raus aus der NATO, keinerlei Bundeswehreinsätze. Dafür finden sie keine Partner. Da haben selbst die Grünen gesagt, SPD sowieso, das machen wir nicht mit, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Eine Partei ohne Machtperspektive ist aber nicht attraktiv für die Wählerinnen und Wähler. Das ist richtig, eine Partei ohne Machtperspektive ist nicht attraktiv für die Wählerinnen und Wähler, aber vieles von dem, was wir im Programm schreiben, das war mal Programm der SPD, dass wir auf Entspannungspolitik, auf Abrüstung setzen. Herr Macron, der Präsident Frankreichs, hat die NATO mal als Hirntod bezeichnet. Da sind wir eigentlich noch relativ charmant. Wir sagen, wir brauchen ein kollektives Sicherheitsbündnis, das für Ausgleich in Europa sorgt. Und das leistet die NATO derzeit nicht. Aber es wird ja bei der Bundestagswahl jetzt auch nicht in erster Linie um die NATO gehen, sondern es geht darum, wie wir aus der Corona-Krise kommen. Und da haben wir, denke ich, sehr schlüssige Antworten. Wir waren die Ersten, die gesagt haben, die Quanz und Klattens, die in der Corona-Krise profitiert haben, die Milliardäre und Multimillionäre in diesem Land, die müssen in die Pflicht genommen werden. So, und bei all dem, auch Optimismus, sagen Sie, für mich ist jetzt Schluss. Und Sie sagen auch, ich möchte nicht noch mehr Energie in eingeübte Rituale und Machtkämpfe stecken. Gucken Sie frustriert auf den Politikbetrieb, jetzt, wo Sie noch relativ jung gehen? Ich gucke natürlich darauf frustriert, dass in der Zeit, in der ich politisch aktiv war, nicht mehr für die Kassierinnen, für die Pflegekräfte, für die Taxifahrer in diesem Land herausgeholt wurde, auch von uns, denn das ist ja der Anspruch. Politik ist kein Selbstzweck. Natürlich hätte ich mir jetzt einen schönen Lenz machen können und sagen können, ich kandidiere nochmal und lass es vielleicht ein bisschen entspannter angehen, aber ich bin jemand, der wirklich immer 200% gibt und ich habe gesagt, ich will jetzt mir eine neue Herausforderung suchen. Vielleicht bin ich ja irgendwann wieder da, schauen wir mal. Da sind wir auch gespannt. Erstmal vielen Dank, dass Sie, vielleicht Ihr letztes Fernsehinterview, wer weiß, als Bundestagsabgeordneter bei uns gegeben haben. Danke, Fabio De Masi.